Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind heute hier bei Caravan Tierge GmbH in Isernhagen und schauen uns mal ein paar Pösselfahrzeuge an. Wir sitzen gerade in einem Summit 600 Plus. Querbetten ist klar, der ist halt nicht so groß, das ist logisch. Die Dinette ist, denke ich, bekannt aus auch den anderen Fahrzeugen. Also genug Platz haben wir. Staufächer sind halt hier oben. Das ist ein normales Staufach, was schon wirklich sehr, sehr groß ist. Dann haben wir in dem Fall, weil wir ja kein Sunroof haben, haben wir vorne ein großes Staufach. Da kann der Marcel mal rein filmen. Wenn das geht. Genau. Über uns direkt gibt es dann ein Schiebedach. Auch hier können wir wieder den Tisch natürlich ausfahren und den Beifahrer, also in dem Fall Marcel, natürlich auch anbinden, damit der auch ran kann. Also man kann sich halt auch hier die Arbeitsfläche von der Küche etwas verlängern, wenn man doch noch mal was abstellen will. Lasst uns noch mal einen Blick nach vorne riskieren. Wir haben hier das Basisfahrzeug, einen Citroën. Also ich denke, ist auch Standard. Sieht ähnlich aus wie auch im Fiat. Diese Fahrzeuge kriegt man auf Citroën-Basis, auf Fiat-Basis und, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich sogar auf Peugeot-Basis. Habe ich auch schon zumindest gelesen. Ja, schauen wir mal weiter. Natürlich ein großes Seitenfenster haben wir natürlich hier auch. Ja, dann haben wir die schöne Küche. Was ich hier besonders gut finde, ist dieser schöne Seitenschrank. Schöne Staufächer, die kommen dir direkt entgegen und du kommst auch direkt an die Töpfe und auch was auch immer du da jetzt noch ablegen würdest, direkt dran. Also ist richtig schön gut gelöst. Von der Verarbeitung her super, lässt sich alles sehr gut anfassen. Wir haben ein Dometics Waschbecken mit Kochfunktion, Piezozündung. Und dann haben wir zur rechten Seite die Ablagen, also für Gewürze und diverse andere Sachen, vielleicht Küchenrolle oder was auch immer man da noch reinpacken will. Direkt dort drüber haben wir zwei große Staubfächer. Die sind auch relativ tief. Also da passen schön Gläser und so weiter rein. Hier haben wir noch ein bisschen Kabel, aber das lässt sich, glaube ich, an die Seite packen oder beziehungsweise umpacken. Das geht, glaube ich, mit Krimskrams immer. Ja, schauen wir mal ins Bad. Wir haben auch hier wieder dieses besondere Schwenkbad, was wir kennen. Gut, hier ist natürlich kein Licht gerade an. Ein schöner Spiegel. Hier ist noch ein schönes Seitenfach, wo man dann die ganzen Zahnsachen und so weiter, also die Hygienemittel und so weiter, wegpacken kann. Toilette. Und das Ganze ist hier auf einer Lamellenschiebetür basierend. Sehr leichtgängig, schön gemacht. Dann haben wir das Schwenkbad, wie ich das schon gesagt habe. Ist halt genauso wie im Summit Prime. Die Dusche. Wir haben Marcel gerade mal reingesetzt oder gestellt. Der kommt natürlich hier oben schon in die Luke rein. Aber es passt immer noch genug, dass man dann theoretisch dort auch drin duschen kann. Ablauf ist mittig und zur Seite hier vorne hin. Und hier hinten ist kein Ablauf mehr. Ja, des Weiteren befindet sich hier drunter noch einfach. Da kann man auch noch Sachen reinpacken. Dann haben wir hier die berühmte Trittstufe. Gut umschlossen sozusagen, so dass das hier den Füßen nicht so weh tut. Man kann das Brett auch rausnehmen, dann würde man auch an den Kofferraum dementsprechend gut rankommen. Das zeigen wir gleich nochmal von hinten. Und dann haben wir hier an der Seite natürlich noch die Schubladen von der Küche. Auch ordentlich viel Stauraum. Auch mit, wir haben hier den Softclose natürlich. Zack, ja. Gute Qualität. Dann haben wir hier zur Seite den Kühlschrank. Wenn es mich nicht täuscht, müsste es ein Dometic sein. Genau, steht auch an der Seite drinne. Wir haben hier einen Kompressor-Kühlschrank.
mit einem schönen großen Eisfach. Also da passt doch im Sommer mal ein schönes, leckeres Eis rein. Ja, Liegefläche. Die Maße blenden wir euch ein. Ich weiß nur, dass es die Länge hat von 1,96 m, also 1960. Marcel passt da ziemlich gut noch rein. Das heißt, da ist das gar kein Problem mit seinen 1,86 m. War das richtig? Was? 1,86 m lang? Du. Ich 1,88. Aha, Entschuldigung. 1,88 ist er natürlich groß. So. Hier hinten ein riesengroßes Fach für Klamotten. Die Stauflächen zur Seiten auch gut ausgenutzt. Und dann haben wir natürlich, aha, okay, da muss man hier aufpassen. Also beides auf würde, naja, gut, doch, würde gehen. Ach doch, passt super. Klasse. Gut gemacht, gut gelöst, würde ich sagen. Und auch hier noch einfach, so wie zu den anderen beiden Seiten. Wobei ich glaube, dass hier rechts, genau, noch ein paar Dosen drin sind. Ja, schauen wir mal nach hinten. Was ich im Innenraum noch vergessen habe: Wir haben nach hinten raus zwei schöne Fenster zum Rausgucken. Zur rechten Seite, wo dann hin die Füße liegen in dem Fall, ist natürlich nichts. Und zur linken Seite, wo man dann mit dem Kopf hinliegt, würde in der, ja, im Sommer und so weiter, also da würde man halt gut Frischluft kriegen durch das Fenster. Auch hier gibt es dann nochmal einen Lichtschalter. Die technischen Sachen gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier 12 Volt und auch 230 Volt. Hier ist die 12 Volt Steckdose maximal mit 120 Watt belastbar. Dann haben wir das Ganze hier oben auch nochmal. Eine 230 Volt Dose und eine, ups, 12 Volt Dose. So, schauen wir uns mal die Technik hier unten an. Die sitzt hier in der Dinette unter dem Sitz, unter der Sitzbank. Also die Sicherung gut rankommbar. Und ja, man hat hier auch diese ja, Charge Control. Hast du hier auch alles gleich griffbereit, wenn dort mal Sicherungen kaputt gehen sollten. Des Weiteren haben wir hier unten noch ein großes Fach. Dort. Und wenn ich das richtig sehe, geht es nochmal eine Etage tiefer. Dazu müsste ich aber mal meinen Assistenten, den Kamerahalter, dann mal bitten. Genau. Ah ne, da hast du dann Schläuche zum Ablassen anscheinend. So, angekommen am Kofferraum. In diesem Fahrzeug haben wir was Besonderes. Wir haben nämlich ein zusätzliches drittes Bett. Und zwar wird das in der Dinette aufgebaut mit dieser Platte hier. Das heißt, diese Platte, die muss man natürlich verstauen können. Man hat hier ein Scharnier, was dann mit Klett hier dran befestigt ist, damit es ein bisschen kleiner ist. Und das wird dann aufgestellt mit den zusätzlichen Matratzen. Die muss man ja auch nicht jedes Mal mitschleppen, wenn man das Bett nicht braucht, ist ja auch klar. Und dann wird das da vorne eingebaut. Wenn ich es richtig gelesen habe, soll auch das eine Länge von 1,96 m haben. Mal 77 Zentimeter. Genau. Ja. Das Fahrzeug hat hier ein Gas auf jeden Fall. Wir haben hier Platz für zwei Gasflaschen. Und ja, damit wird dann auch geheizt. Und wie man dann auch noch sehen kann, sind dort hinten rechts die Absperrhähne und natürlich das Brett, was man zum Durchladen noch entfernen kann. Genauso, das hier lässt sich hochklappen und rausnehmen und dann hast du eine gute Durchlademöglichkeit. Ich habe es mir wieder gemütlich gemacht in der Dinette. Ich muss sagen, so von der Verarbeitung her macht er wirklich was Gutes her. Also toll verarbeitet, tolle Qualität. Softclose finde ich sowieso super. Man soll sich ja auch wohlfühlen im Wohnmobil, also wenn man unterwegs ist. Es ist ja im Prinzip dann auch ein zweites Zuhause, was man dort nur halt mobil betreibt. Ja, ja, wie soll ich sagen, vom Optik des Holzes her finde ich eine ganz gut. Er ist ein bisschen dunkler als der Summit Prime. Das ist halt ein anderes Interieur und von den Sitzen her bekommt man auch diverse Sachen, auch sogar Leder. Das könnt ihr euch in einem unserer Videos anschauen, wo wir den Pössl Summit Prime 640 gefilmt haben auf der Messe, auf der ABF. Da war der dann in einer
einer Lederausstattung in einer Farbe. Die gibt es dann auch nochmal in einer, wahlweise in einer anderen Farbe. Ja, so das Große und Ganze, sehr gut verarbeitet und schönes Fahrzeug.